Update zum Aktiensparplan, jeden Monat Dividende für den Februar 2024, heißt Update Nummer 72. Ja, moin moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkrokum. So, legen wir auch direkt los. Im Februar gab es einiges an Dividenden und zwar zuerst hier von Procter & Gamble 14,16 €, dann Texas Instruments 16,95 €, da sehen wir hier vorne. Dann haben wir Starbucks mit 12,48 €. AT&T hat mir auch 22,66 € ausgeschüttet und das war jetzt im Februar das letzte Mal, denn ich habe AT&T, wie auch schon im letzten Video angekündigt und auch schon gesagt, dass ich AT&T verkaufe bzw. verkauft habe. Und ja, deshalb war das jetzt im Februar das letzte Mal. 22 €. Insgesamt habe ich jetzt von AT&T, glaube ich, 340 € in den letzten Jahren insgesamt erhalten. Und ja, die haben das Depot quasi mit plus, minus null. Ja, ein bisschen plus, das waren so 50, 60, ja, mittlerweile wahrscheinlich so um die 70 € plus auf den ganzen Jahren gesehen gemacht. Die waren ja vom Kurs her minus 15%, glaube ich, aber durch die Dividenden haben sie es wieder gut gemacht und deshalb mit einem kleinen Plus mussten sie mein Depot verlassen. Ja, dann hat mir Apple ausgeschüttet und zwar 5,26 €. Die sind ja mit Microsoft von der Performance her die zwei Aktien, die über 100% Rendite bis jetzt beziehungsweise Performance haben im Depot, Aktiensparplan, jeden Monat Dividende. Das sind die beiden mit über 100%. Dann haben wir hier Realty Income, der Monatsausschütter. Der hat mir 8,38 € ausgeschüttet. Und der, ich sag mal, das Unternehmen oder beziehungsweise die Aktie, die ich nur mit Dividenden bespare, das ist Fastenal, die hat mir 6,53 € ausgeschüttet. Das heißt also, hier ist wirklich interessant, das Geld, was ich von den Unternehmen bekomme, beziehungsweise Aktien als Dividenden erhalte, investiere ich halt in 3M und in Fastenal und die schütten mir wiederum Dividenden aus. Also die Dividenden bescheren mir Dividenden. So, und Fastenal ist einer davon, von den beiden. Die haben mir jetzt 6,53 € ausgeschüttet. Insgesamt gab es dann im Februar 86 €. Das ist eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr, Februar 2023. Da hatte ich, glaube ich, um die 70 € an Dividenden erhalten. Das macht über 20% mehr als noch im letzten Jahr an Dividenden. So, das können wir auch hier nochmal sehen. Moment, die Grafik, hier sehen wir das. Hier haben wir die 86 €, die es jetzt im Februar gegeben hat. Und im letzten Jahr gab es 70 €, im Jahr 2022 50 €, das Jahr davor 37 € und so weiter. Aber was schauen wir uns noch an? Und zwar hier, so diese schöne Grafik, die können wir uns aber auch gleich im Depot anschauen, aber egal. So, also wir sehen hier den Zeitraum, das ist der Februar gewesen hier, so, warte, ich markiere das mal, so hier vorne, das ist der Februar, war von der Performance her nicht so schön, war leicht im Minus, die Monate davor waren halt etwas besser, aber wie ich schon oft gesagt habe, da konnte ich vielleicht nicht mehr so ganz teuer nachlegen mit dem Aktiensparplan, also ein paar Anteile mehr konnten dann erworben werden, wenn die Kurse etwas tiefer stehen, als wenn die etwas höher stehen. Ja, das haben wir das. So, was habe ich noch? Genau, das ist auch immer sehr interessant. Und zwar, hier sehen wir einmal kurz die Gewichtung des Depots. So, hier sehen wir auch den neuen. Der ist jetzt auch mit dabei, aktuell, mit 2000 €. Das ist, habe ich für AT&T halt, AT&T habe ich komplett verkauft im Februar und dafür Air Products habe ich halt gekauft, also komplett für die gleiche Summe, also quasi so ein kompletter Tausch war das. Also hier sehen wir Microsoft aktuell mit der größten Gewichtung 10,3%, die haben sich halt sehr gut entwickelt in den letzten 6 Jahren. Apple dicht dahinter mittlerweile,
mit einer Gewichtung von 9,2%. Das Interessante ist ja zum Beispiel so eine ITR Group oder hier eine Unilever, eine Cisco Systems, eine Starbucks, eine Texas Instruments und so weiter halt, eine PepsiCo. Die haben ja alle die gleiche Summe von mir erhalten. Also monatlich 25 Euro seit 6 Jahren wurde in diesen Aktien halt investiert. Und die haben sich halt unterschiedlich entwickelt, wie es halt so üblich ist an der Börse. Und Microsoft ist mittlerweile 10% gewichtet, also die ist 4.800 Euro, nicht hier 0 zu viel, 4.820 Euro schwer. Und eine Unilever ist hier etwa 2.000 Euro, also ungefähr der Wert, den sie auch, den ich bespart habe. Also ich bin jetzt ungefähr wahrscheinlich bei 2000, weiß ich gar nicht, 50 Euro so in den letzten 6 Jahren. Also wenn man die 25 Euro jeden Monat investiert und dann noch, hatte ich glaube ich noch 3-4 Monate, wo ich nochmal Sonder die Sparte verdoppelt hatte, weil das was tiefer war, zum Beispiel so im Jahr 2020 oder sowas. Aber so im Grunde waren es ungefähr um die 25 Euro. So, und dann sehen wir halt hier die unterschiedliche Entwicklung. Walmart fast 7% gewichtet, IBM hat sich sehr gut hochgearbeitet, ist mittlerweile die viertgrößte Position im Depot mit 6,6% Gewichtung, McDonald's hier, dann Procter & Gamble, Texas Instruments, eine PepsiCo mit 5,2% Gewichtung, also etwas im Plus sind die auch, hier eine Johnson & Johnson, dann haben wir hier Realty Income, die ist leicht im Minus, dann Unilever ist leicht im Minus, Natria ist im Minus und dann die beiden zusammen hier, Dreim und Fasten, dann machen zusammen 5%. Das sind halt die zwei Werte, die ich ausschließlich über die Dividende finanziere. So, jetzt können wir uns auch direkt im, oder das Depot direkt im, bei der Consorsbank anschauen. Genau, so hier nochmal die Liste, die ausgeschüttet haben. Und dann sehen wir uns gleich direkt im Depot. So, da bin ich wieder. Ja, das Depot steht aktuell bei etwa 10.000 Euro plus. Insgesamt das Depot 46.800 Euro wert aktuell. Performance von etwa 27% und die komplette Performance mit Dividenden zusammen sind das glaube ich auch um die, weiß ich gar nicht, über 30% gewesen, 35% oder an die 40% schon fast. Im Schnitt macht das Depot, weiß ich gar nicht, um die 10-11%, glaube ich. So, aber wir wollten uns mal anschauen, wie sehen denn die Aktien derzeit aus oder wo stehen die aktuell? So, eine Microsoft, wie eben gesagt, die größte Position aktuell seit 2 Monaten. Davor hat das ja Apple, ich glaube 3 Jahren, hat die Platz 1 oder war sie auf Platz 1 ungefähr 3 Jahre lang Apple, jetzt seit 2 Monaten die Microsoft mit 130% Performance, die Apple liegt jetzt nur noch bei 106%, also die haben in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen federn lassen, also die waren schon mal mehr. So, Walmart liegt bei über 50% und IBM bei über 60%, also das ist schon mal erstaunlich, dass eine IBM so gut performt in den letzten Monaten. Ja, die haben sich ein bisschen schlanker gemacht und die konzentrieren sich etwas mehr jetzt auf die künstliche Intelligenz und so weiter, Cloud und dementsprechend ist hier natürlich etwas mehr Dynamik jetzt drin. So, dann haben wir hier McDonald's mit einem Plus von 38%, eine Procter & Gamble 35% aktuell, ein Texas Instruments liegt hier bei 26%, eine PepsiCo bei 17%, gehen wir mal weiter, hier Coca-Cola 14%, Starbucks 13%, Johnson & Johnson bei 7%, so Cisco Systems bei auch bei 5%, so dann hier der neue Wert, Apple Product 5,4% plus, also schon mal besser als AT&T aktuell, wäre besser, dann Realty Income ist noch im Minus 17%, hier habe ich ja überlegt, für meinen Langfrist-Depot, also außerhalb des Aktien-Sparplans nochmal nachzulegen. Dann haben wir Unilever minus 7%, ein ITR Group bei minus 10%, dann Fastener bei 35% plus, eine 3M bei minus, ja, und dann noch bei ein, zwei kleine Unternehmen, so und insgesamt bei 46.000. Ja, das war jetzt die, ich sag mal, die Performance der Aktien.
schauen wir uns vielleicht nochmal die Auswertung an. Die haben wir auch gerade gesehen. Hier, das ist die Auswertung, die wir auch als Grafik vorhin gesehen haben. Ist also auch in Ordnung. Wenn man jetzt die letzten 12 Monate anschaut, war die Wertentwicklung bei 2600 Euro und die Ausschüttungen, also die Dividenden, lagen bei über 1000 Euro. Insgesamt bei 3700 Euro plus aktueller Stand. So, das ist ja wirklich schon realisiert worden, die 1000 Euro. Die hat man so quasi schon in der Tasche gehabt. Ich habe diese 1000 Euro natürlich wieder in 3M und in Fastenal investiert in den letzten 12 Monaten, aber die hätte man so quasi schon mal in der Tasche, wie man so schön sagt. Die Wertentwicklung ist ja nur Buchgewinne, die sind halt nicht realisiert, die könnten auch morgen komplett wieder weg sein. Aber das, die Ausschüttungen, die hat man wirklich als Gewinn schon mal verbuchen können. Und das ist immer das Schöne an Dividenden, man wird an den Gewinnen beteiligt. So, und hier sehen wir auch den AT&T-Verkauf. Der hat mir 144 Euro minus gebracht, wie man hier sieht. Dividenden gab es aber über 340 von AT&T. Also, da ist doch schon ein bisschen Plus zusammengekommen. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier so Schönes? In den letzten 12 Monate hat mir Realty Income am meisten ausgeschüttet mit hier mit knapp 96 Euro. Ne, nicht am meisten. Am meisten hat Altria Group ausgeschüttet hier mit 434 Euro. So, Altria Group ist natürlich ein sehr guter Dividendenzahler und die IBM auch mit 82 Euro. Also man sieht, IBM hat jetzt schon in der Performance enorm aufgeholt. Man hatte früher, also in den letzten Jahren, habe ich IBM natürlich da konnte ich natürlich sehr günstig einkaufen und jetzt hat sie sich innerhalb der letzten vielleicht 15 Monaten oder sowas hat sie sich sehr gut entwickelt und jetzt kann man sich darüber freuen, dass man in den letzten Jahren die Aktie doch relativ günstig einkaufen konnte und die Dividende gibt es ja auch eine ordentlich von IBM hier 82 Euro in den letzten 12 Monaten. So, eine AT&T hat mir 84 Euro ausgeschüttet, die ist ja jetzt weg. Da wird ja jetzt Apple Products einspringen, aber natürlich nicht mit so einer hohen Dividendenrendite wie AT&T. So, Realty Income haben wir gesehen. Die Top und Flop auf Kursbasis. Microsoft hat ordentlich zugelegt, haben wir ja gesehen. Die hat ja Apple überholt. IBM, wegen gesprochen, die haben gut zugelegt. Eine Apple immer noch im Plus in den letzten 12 Monaten. Eine Walmart hat gut zugelegt. So, und dann die Verlierer. Der größte Verlierer ist Realty Income, der hat ordentlich federn lassen, hier sind kleine, ihr seht, wenn ihr das im Video sehen könnt hier, man sieht von oben links geht das Ganze nach unten rechts, dann Starbucks hat ein bisschen federn lassen, auch hier sieht es nicht ganz so prickelnd aus, einem Jahr 14%, Realty Income hatte minus 20% in einem Jahr verloren, PepsiCo hat 7% federn lassen, Altria Group minus 13%. So, und da sehen wir halt die Minuswerte. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, hier gar nichts mehr, was man zeigen könnte. Nö, also, wir haben alles durch. Alles ist durch. Dann war es auch schon für dieses Video. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis denn. Ciao, ciao.